Willkommen beim Kunstflüstern, dem Online-Format des Kunstmuseums Albstadt. Diesmal beschäftigen wir uns mit einer Druckgrafik aus der Ausstellung Elementar im jungen Kunstraum. Es handelt sich um die Kaltnadelradierung Landschaft mit Ballon von Max Beckmann aus dem Jahr 1918. Beckmanns Radierung kam 1981 ins Haus. Sie ist Bestandteil der umfangreichen Stiftung von Walter Grotz, welche die Grundlage der grafischen Bestände im Kunstmuseum bildet. Innerhalb der Ausstellung Elementar steht dieses Blatt zusammen mit weiteren Werken für das Element Luft. Leider ist die Baumaßnahme im Kunstmuseum noch nicht abgeschlossen, aber wenn es soweit ist, dann kommt doch mal vorbei und schaut euch dieses Blatt im Original an. Der junge Kunstraum, das ist unser Kinder- und Familienmuseum. Hier kommen junge und jung gebliebene Menschen mit Originalen in Kontakt. Der Schwerpunkt liegt ganz auf der Kunstvermittlung. Der Verein der Freunde Kunstmuseum Albstadt fördert unsere Vermittlungsarbeit. Zur Ausstellung ist ein Mitmachheft erschienen. Das regt zum gemeinsamen Entdecken und Gestalten an. Es soll Freude an der Kunst wecken und wurde gefördert von der Stiftung Kunst, Bildung und Kultur der Sparkasse Zollernalb. Und ihr könnt es gegen eine geringe Schutzgebühr über unseren Online-Shop auf A-Books bestellen. Nun zu Beckmanns Landschaft mit Ballon. Beckmann nutzt die Technik der Kaltnadelradierung. Die Kaltnadelradierung kommt ohne eine Säure aus, die sich ins Metall brennt. Stattdessen ritzt man mit der Nadel direkt in die Druckplatte. Das Kupfer leistet Widerstand und es ist gar nicht so einfach, Linien zu ziehen, die weich und geschwungen wirken. Es handelt sich um ein Tiefdruckverfahren. Das bedeutet, die Farbe wird von diesen Vertiefungen aufgenommen und später in der Presse auf das angefeuchtete Papier übertragen. Entlang der Vertiefungen im Metall entsteht eine leichte Erhebung, die man den Grat nennt. Auch dieser aufgeworfene Grat nimmt Farbe auf. Im Druck hinterlässt er einen feinen Schatten um jede Linie. Das ist das Schönheitsmerkmal der Kaltnadelradierung. Der Grat erzeugt ein sattes, weiches Schwarz. Nun nutzt sich diese Erhebung mit jedem Druck ab und es ist nur in geringen Auflagen möglich, eine hohe Qualität zu erzeugen. Beckmann druckt in Schwarz auf Weiß. Das Papier scheint überall durch und ist genauso wichtig für die Darstellung wie die Strichlagen. Die Linien, welche die Gegenstände umreißen, greifen schwungvoll und fließend ineinander. Alles ist in Bewegung und alles ist miteinander verbunden. Die Promenade strömt dahin wie ein Fluss, die Laternen geraten ins Schwanken. Die Baumwipfel der Allee bilden einen durchgehenden Wirbel. Darauf antworten die feinen Strudel der Wolken. Der hohe Baum links und die rechte Häuserwand bringen etwas Stabilität und Ruhe in die ansonsten ausgesprochen dynamische Komposition. Ein Ballon steigt auf. Wahrscheinlich ist er prall gefüllt mit heißer Luft, die ihn nach oben treiben lässt. Er durchquert den Himmel und fliegt über Baumkronen und Hausdächer hinweg. Beckmann hat den Ballon abstrahiert, also auf das Wesentliche reduziert. Eine zwiebelförmige Hülle über einem Dreieck als Korb. Die umgebenden Strichlagen versetzen den Ballon und die Luft um ihn herum in Vibration. Ich finde es bemerkenswert, wie es Beckmann gelingt, nur mit schwarzen Linien auf weißem Papier, also ganz ohne Farbe, eine so luftige Atmosphäre und gelöste Stimmung zu erzeugen. Das liegt einerseits an der zeichnerischen Idee, die allem zugrunde liegt, auch an der strudelnd bewegten Linienführung. Das liegt aber auch andererseits an Beckmanns feinem Gespür für die Stärke der Strichlagen und dies ja letztlich auf seinen Umgang mit Radiernadel und Druckplatte zurückzuführen. Beckmann ritzt das Metall vorsichtig an, verdichtet und bündelt die zeichnerischen Linien und treibt auch mal tiefe Schraffuren in die Platte, die im Druck wiederum als dunkle Flächen erscheinen. Hattet ihr Freude an diesem Video? Dann schenkt uns ein Gefällt mir, teilt es mit euren Freunden. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal beim Kunstflüstern.